Hier geht's auch schon wieder weiter. Wir machen uns jetzt halt, wir brauchen Holz. Also das Krimsenkramsens. Huch, was mache ich denn wieder? Dann so. Und Bruchstein. Da machen wir uns nämlich noch eine so eine Dingsens. Ach, alles hier ein bisschen verwirrt. Mann! So. Jetzt brauchen wir noch schnell ein bisschen Holz. Ich hoffe, der Creeper ist jetzt hier weg. So. Ich habe Angst. Ja, ich bin ein Schisser. Es sind nur grüne Monsters. Grüne Monster, die aber jedes Mal die ganze hier Umgebung zerstören. Bleibt mehr vom Acker. Ich kill euch alle. Ich kill euch. Na, hier kommen wir wieder nicht dran. So, in der Küche. Das dürfte ja eigentlich jetzt erstmal reichen. Ich wollte ja nur ein bisschen Holz. Also, schnell wieder ins Häuschen. Hier unten ist schon wieder ein Getreide fertig, sehe ich gerade. Das holen wir natürlich. Ist ja natürlich selbstverständlich, ne? Das wollten wir ja auch noch schöner machen, unser Getreidefeld. Ach, wir haben noch hier so viel zu tun. Tür zu. So, wie ging das jetzt nochmal? Ging das so? Oder andersrum? Ah, genau, andersrum. Dann kriegen wir nämlich jetzt Holzkohle raus. So, prima. Holzkohle, Kohle. Das können wir hier reinmachen. Ups. Das da. Getreide machen wir auch erstmal mit hier rein. Knochen machen wir erstmal hier rein. Erde brauchen wir jetzt. Na wohl, nehmen wir mal lieber mit. Man weiß nie. Dann bauen wir uns erstmal jetzt eine Tür. So, 4 Kohle haben wir schon. Ist natürlich noch nicht viel, ne? Ein paar Fackeln kriegt man da schon raus. Aber wenn wir uns unter der Erde rumbuddeln, ist das nicht viel. Da. Und noch eine. Und das. Ja, ich weiß, Fackeln machen ein bisschen langweilig, aber es muss sein. So, wir hatten ja dann auch schon Eisen gefunden. Da können wir uns dann ein Eisenschwert machen. Prima. Jojojo, voll die Minenvorbereitung. Was heißt Minen? Es gibt ja richtige Minen, die man überall finden kann, aber
wir bauen uns jetzt selber so eine Mine sozusagen zurecht. Wir graben uns da ein bisschen runter und gucken nach ein paar Rohstoffen und so ein Krimsen-Kramsens. Ich würde gern gleich noch eine Kiste mitnehmen, damit wir die da hinstellen können und nicht jedes Mal dahin latschen müssen, wieder zurück. So, dann gehen wir jetzt zu unserer Mine. Es wird nämlich auch allmählich dunkel. Hier bauen wir uns die Dinger dran. Und wir machen uns hier eine Tür rein. Genau, und dann geht es gleich los. Dann machen wir uns hier oben... Ups, das war falsch. Hier. Auch Fackeln hin. So, wir bauen jetzt erstmal das Eisen ab, ne? So, hier ist noch ein bisschen. So, ja, dann können wir gleich hier eigentlich weiter runtergehen. Genau, die Erde, das Eisen tun wir mal hier hin. So, dann würde ich nämlich jetzt hier wie so einen Vorraum eigentlich bauen. Wo wir dann später noch einen Ofen hinstellen können und so ein Krimskram. Ich hoffe, wir kommen hier nicht gleich wieder irgendwo raus. Dass wir wieder noch zu weit oben sind. So, dann können wir nämlich auch die Kiste hinstellen. Ja, das war natürlich doof. Wieder zumachen. Naja. So. Wie sieht das hier aus? Ja, ein bisschen blöd, ne? So, das ist unser Mini-Vorzimmer jetzt. Da stellen wir jetzt unsere Kiste hier hin. Dann machen wir noch eine Fackel an die Wand. So, und dann fangen wir dann hier an, uns runter zu buddeln. Ja, ich habe jetzt mit der Spitzhacke hier noch mehr Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Das wird ja richtig gut hier mit Eisen schon mal. Ich hoffe, wir finden dann auch noch mehr Krimsen-Kramsens. Nicht nur Eisen, dass wir auch anderes Zeug noch finden. Aber Eisen ist ja auch ganz nett. So, hier kann ich ja wieder die Holzhacke nehmen. Dann graben wir uns jetzt mal nach unten, Leute. Ich glaube, hier können wir auch schon... Hier würde ich gerne noch zumachen. Ich mag das immer, wenn das alles so ein bisschen ordentlich aussieht. So, das Eisen tun wir jetzt erstmal hier rein. Das brauchen wir ja jetzt erstmal nicht, ne? Da können wir die Holzaxt nehmen. Graben uns jetzt erstmal ein bisschen nach unten und dann machen wir noch so Gänge links, rechts und was weiß ich nicht, überall. Aber erstmal ein bisschen hier, ich glaube, ich mache das noch eins höher, damit man sich nicht andauernd an der Rübe stößt. Genau so. So passt das. Perfekt. So, ich hoffe, wir finden auch Kohle. Ich habe keine Lust immer mit diesen
hier Holz sammeln und bla bla, daraus Kohle zu machen. Ein bisschen so Kohle wäre nicht schlecht. So, da können wir unsere erste Fackel ja schon hier hin machen. Oh, jetzt ist auch gleich wieder viel heller, ne? Jetzt seht ihr auch, wo die Engelein wieder hindappt. Was sind das überhaupt hässliche Steine? Aha. Aha, und was macht man damit? Haben die schon irgendeine bestimmte Funktion? Weiß das jemand? Weiß das irgendjemand? Lalalala, buddeln, buddeln, buddeln. Ist so wunderbar. Also irgendwie kriege ich immer Kopfschmerzen, wenn ich zu lange am PC sitze. Ich glaube, wir brauchen schon wieder eine Lampe. Oh ja, wir haben uns ja schon ein ordentliches Stück nach unten gebuddelt. Da könnten wir ja jetzt eigentlich mal ein Stückchen geradeaus gehen. Ja, das machen wir auch mal, würde ich mal so sagen. Das war jetzt so hässlicher brauner Stein. Können wir gleich wieder eine Fackel hinmachen? Machen wir hier in die Ecke. So, dann graben wir uns hier weiter. Ja, ich glaube, unsere Spitzhacke ist eh bald kaputt. Müssen eh bald wieder hoch. Da, 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 da. Ich glaube, auf Diamantenhöhe sind wir noch lange nicht. Naja, ich hoffe, wir finden halt ein bisschen was. Jetzt ist sie kaputt. So, jetzt können wir wieder zurück. Na, so weit haben wir uns ja doch noch nicht runtergebuddelt. Da habe ich schon Schächte gebaut, die waren wesentlich tiefer. Jetzt ist natürlich Nacht. Unser Weg in den Abgrund. Eine Werkbank können wir uns ja hier auch hinstellen. Und dann können wir uns auch gleich einen Ofen machen mit den Steinen. Kohle haben wir leider keine gefunden. Ach, wir können uns ja eine Axt machen, wir Trollos. Also nicht Axt, sondern hier Spitzdingsens. Ja, ne? Dann können wir noch ein bisschen weiter buddeln. Und hacken und kacken. Und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, ne? Ich würde den Gang gerne noch eins breiter machen. Sonst kriege ich hier Platzangst. So, alles kaputt kloppen. Alter, guck mal, wie schnell er den. Wie schnell er die Axt hier, also die Spitzhacke schwingt. Mann, oh Mann. Oh, da ist Eisen. Eine eisenreiche Karte. Aber das ist ja gut, ne? Eisen, Eisen, Eisen. So viel schönes Eisen. Ich weiß gar nicht noch, ob es diese hässlichen Silberfischchen gibt. Hier gab es immer so Silberfischchen. Und die kamen dann manchmal, da habe ich mich übelst erschrocken.
Also das weiß ich gar nicht mehr, ob es die noch gibt, die Drecksviecher. Hier ist wieder ein bisschen Kies. So. Und noch mehr Eisen. Haben wir ja richtig Glück hier. Nicht schlecht. Alles kaputt hauen. So, das machen wir hier ein bisschen zu. Halt da nicht. Und zwar da hinten. Und hier müssen wir schon wieder eine Fackel aufstellen. Oder hinhängen, eher gesagt. So, jetzt würde ich gerne noch eins runtergehen. Oder zwei, drei runtergehen, mal sehen. Du. So, jetzt sind wir noch ein bisschen weiter unten. Also wenn wir hier Langeweile haben und oben immer dunkel sein wird, dann würde ich sagen, dass wir uns hier runter machen und einfach nach Rohstoffe suchen. Vielleicht finden wir ja das ein oder andere Tolle, was wir gebrauchen können. So, dann tun wir erstmal unser Eisen weg. Hier können wir dann vielleicht auch noch irgendwas hinmachen, hinstellen. Keine Ahnung, mal sehen. Auf jeden Fall haben wir schon recht ordentlich Eisen gefunden. Das tun wir gleich mit hier rein. 28 Stück. Ist es noch dunkel? Nee, es ist hell. Dann gehen wir erst. Nein, ich habe die Tür nicht zugemacht. Nein, 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 nein. Nein, ich bin so doof. Nein. Nein! Nein! Wir werden sterben. Wir werden einfach nur sterben. Ich hasse es! Wieso habe ich die Tür nicht zugemacht? Wieso habe ich die verkackte Tür in der Mitte nicht zugemacht? Naja, gut, er hat jetzt nicht allzu viel angerichtet. Ich hatte nur Angst, dass er hier oben alles kaputt macht aus der Kiste. Eine Tür zu. Zweite Tür zu. Mann, Mann, Mann. So ein Kackerbauch. So. Die Tür können wir jetzt nicht gebrauchen. Das Wachholz bleibt mal. So, Kobbels können wir auch ein bisschen hier reinmachen, weil so viele braucht man nicht. Ach, das war gar kein Kies, ups. Ja, das war irgendein anderer Scheißstein, wo ich noch nicht weiß, was wir damit machen. Die machen wir mal hier rüber. Die machen wir jetzt auch alle mal hier rüber. Ach Mann, was habe ich denn wieder gemacht? So. Bums, da haben wir es doch. Mann, Mann, Mann. So. Die Folge ist auch gleich schon wieder rum. Da lohnt sich jetzt nichts Neues anzufangen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss.